Wir wollen das Thema noch mal ein bisschen vertiefen. Daniela Will bei mir im Studio. Christian Drosten, Daniela, der hat gewarnt, wir sollten uns nicht vormachen, dass die Zahlen bei uns nicht irgendwann genauso aussehen, auch wie in Spanien und in Italien. Woher kommt diese Annahme? Er hat gesagt, wenn man die Kurven der beiden Länder, also unseres Landes und eben auch die Kurven dieser anderen europäischen Länder übereinander legen würde, dann würde man sehen, dass das ähnlich verläuft, wir aber eben nur eine geringe Zeit hinterherhinken und dementsprechend, ja, das, was eben in Spanien, in Frankreich, in Großbritannien vielleicht passiert, auch unsere Zukunft sein könnte. Und genau das habe ich jetzt mal getan, diese Kurven übereinander gelegt. Da gibt es ein Tool von der Financial Times und wir schauen uns mal die einzelnen Länder an. So, was sieht man jetzt hier also? Zunächst einmal die blaue Kurve, die steht jetzt hier für Deutschland. Diese rosa Kurve, die steht für Frankreich. Und das sind jetzt die durchschnittlichen Neuinfektionen. Das ist also ein 7-Tages-Durchschnitt pro 1 Million Einwohner. Heißt eben, die unterschiedlichen Einwohnerzahlen der beiden Länder spielen hier dann auch eigentlich keine Rolle mehr. Was man hier jetzt aber sehr, sehr gut erkennen kann, ist, gerade zum Anfang der Pandemie hat sich das in Deutschland und Frankreich sehr, sehr ähnlich entwickelt. Das heißt, das ging in die Höhe, fast wirklich synchron und sank dann aber eben auch durch die getroffenen Maßnahmen ziemlich synchron wieder ab. In Frankreich kam dann aber irgendwann der Punkt, als die Kurve wirklich wieder steil nach oben gegangen ist. Und wir sind jetzt hier ja bei ungefähr 125 durchschnittlichen Neuinfektionen pro 1 Million Einwohner. Im Vergleich dazu in Deutschland, ich versuche mal hier diesen Punkt anzuklicken, so, sind wir bei ungefähr 18. Das heißt, das ist schon wirklich deutlich niedriger. Naja, es erscheint jetzt hier nicht, aber hier sehen wir es. Es ist auf jeden Fall schon deutlich niedriger. Und jetzt können wir ja mal schauen, wann eben in Frankreich ungefähr dieser Punkt erreicht war. Ich würde mal sagen, naja, das war so Anfang August. Also kann man tatsächlich vielleicht davon ausgehen, naja, ein bisschen Zeit versetzt. Also ja, dann jetzt mit ungefähr 1,5 Monaten könnten wir auch wieder an diesen Punkt kommen, wo sich Frankreich eben jetzt befindet. Im Moment verläuft die Kurve allerdings flacher. Wie sieht es hier zum Beispiel mit Spanien aus? Ja, da ist die Entwicklung ähnlich. Da muss man tatsächlich sagen, sieht man aber auch genau das, was Christian Drosten sagt. In Spanien ging es zuerst sehr, sehr stark in die Höhe und wir kamen ein bisschen zeitversetzt hinterher, wenn auch mit sehr viel niedrigeren Zahlen. Wieder synchron wurden wir dann hier beim Abfall, aber in Spanien, wie gesagt, ist man jetzt auch wieder extremst in die Höhe geschossen, sogar über 200 durchschnittliche Neuinfektionen, während das in Deutschland sehr viel flacher geblieben ist. Da sehe ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht so die Tendenz, dass sich das angleichen könnte. Und einen letzten Blick werfen wir dann natürlich eben auch noch nach Österreich. Das interessiert uns ja ganz besonders, unser Nachbarland. Und auch da sehen wir jetzt, in Österreich ist die Lage zum Schluss sehr, sehr viel drastischer. Deswegen jetzt da natürlich auch wieder drastischere Maßnahmen. Und da könnte man schon vermuten, naja, da war man eben, ich guck mal gerade, das müsste Mitte August gewesen sein, an dem Punkt, wo wir jetzt waren. Vielleicht geht es also in Deutschland in dieselbe Richtung. Aber wie gesagt, das ist jetzt nur eine Vermutung und die Maßnahmen, die sind natürlich in den einzelnen Ländern unterschiedlich, genauso wie die Lockerungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Eine genaue Vorhersage kann man eben nie treffen. Aber gibt es denn tatsächlich Anzeichen dafür, dass die Zahlen bei uns dann ähnlich wie jetzt zum Beispiel in Österreich wieder drastisch nach oben steigen könnten? Wir sehen natürlich, es gibt schon wieder ein paar mehr Hotspots als vorher. Und genau die sind eben auch diese Anzeichen, von denen du sprichst. Und da schauen wir mal eben auf das Dashboard des Robert-Koch-Institutes. Da gibt es ja die Karte, die die einzelnen Landkreise bzw. eben auch die Hotspots farblich markiert. Im Moment sehen wir da noch, es gibt nur 3 Hotspots hier unten. Natürlich Garmisch-Partenkirchen, also in Bayern. Aber wir sehen eben auch schon zum Beispiel hier in Köln, da ist man schon nah im gelben Bereich. Also da war man schon über der Marke von 25 Neuinfizierten pro 100.000 Einwohnern innerhalb von einer Woche. Und auch hier oben, um mal nach Hamburg zu blicken, ist man ja im helleren Bereich gewesen. Das könnte sich jetzt aber ändern. Und da schauen wir eben noch mal auf die aktuellen Hotspots, die sich dann möglicherweise entwickeln könnten. Ja, in Hamburg geht es ja eben jetzt um die Besucher einer Bar. Man hat jetzt mittlerweile mindestens 8 Menschen schon ausfindig gemacht, die eben positiv getestet wurden. Die Zahl könnte da also auch noch steigen. In Köln geht es ja um einen Burgerladen. Da hat man jetzt schon gesagt, dass es wahrscheinlich sich um 50 positive Corona-infizierte Menschen handeln könnte. Und im Landkreis Cloppenburg, da geht es eben, naja, in einem kleinen Ort um einen Fußballverein. Da wurde der gesamte Verein inklusive Trainer positiv getestet. Und man hat jetzt in diesem Landkreis schon gesagt, dass da eben diese Inzidenz auch schon bei 61, also eben auch über der kritischen Grenze von 50 liegt. Das heißt, wir können demnächst auf der Karte des Robert-Koch-Institutes wahrscheinlich noch einige mehr rote Punkte erkennen. Ja, hoffen wir mal, dass es nicht allzu viele werden. Dankeschön, Daniela.